Benannt. Heute stellen wir euch unser blaustes Auto vor. Der Schlumpf ist vom Lackiererzock. Ja, schauen wir mal ein bisschen hier ins Auto. Also ganz großen Respekt. Die Lackierung ist super geworden. Die Motorhaube, der Kofferdeckel und die Heckschürzen fehlen leider noch. Frontschürzen liegt schon drin, die werden morgen noch nachgeliefert. Wir haben heute mal uns tiefgreifende Gedanken gemacht, inwieweit wir die Motorausbaustufe treiben wollen. Da gibt es jetzt die Möglichkeiten, also nachdem das mit Aero jetzt bei unserem Kurbeltrieb vom ES65 so gut funktioniert hat, werden wir auf Kurbelwelle und Pleuel auch von Aero zurückgreifen. Die Kolben werden wir uns wahrscheinlich vom Pankel machen lassen. Da kommt es jetzt noch darauf an, in welcher Ausbaustufe. Da habe ich heute mal mit dem Kunden telefoniert. Der hat ein bisschen gezuckt, als er die Preise von die Kolben von Pankel gehört hat. Aber wer schnell sein will, muss leiden, sagt mein Lieblingsmotorenberater immer. So, ja, macht euch einmal selber einen Eindruck vom Auto. Ich finde, die Farbe schaut mega aus. Voodoo-Blau von Porsche. Die Felgen als passenden Akzent, super in Glanzschwarz dazu. Jetzt muss man sich vorstellen, da kommt dann oben nur die Dachreling in Glanzschwarz dazu. Die Spiegel haben wir zur Hälfte in Schwarz, zur Hälfte in Blau lackieren lassen. Und so sollte das dann, wenn wir dieses Monster-Puzzle mal wieder zusammen haben, eigentlich ein schönes Auto werden. Krümmer bauen wir jetzt demnächst selber, die schwarzt uns der Markus Jäger. Das ist bewährt und das funktioniert auch sehr gut. Die Innenausstattung wird, wie gesagt, Alcantara, liegt auch zum Großteil schon da. Wir unterhalten uns gerade noch im Sattler, inwieweit wir es jetzt noch schaffen, vor dem Zusammenbau das Armaturenbrett zu beledern. Lenkrad kommt vom M3 E9X rein, weil das einfach von der Form her und vom Design her schöner ist, gefällt dem Kunden auch besser. Ja. Die Felgen haben wir ja schon mal angesprochen, die sind vom EM5 F90. Haben wir adaptiert auf das Fahrzeug, passt wunderbar. Wir gehen jetzt nächste Woche anfangen mit der Adaptierung der Bremsanlage. Wie gesagt, die 6 Kolben vom EM5 F90 vorne und auf der Hinterachse die Bremssättel vom BMW M4. Alles natürlich in Gold. Haben uns mittlerweile auch geeinigt. Wir werden erstmal die zahmere Variante vom Eisenmann verbauen. Da habe ich den Kunden jetzt nach dreiwöchigen Diskussionen umstimmen können, weil Eisenmann Race drunter bringt uns nicht weiter, weil die Farbe von dem Auto und mit der Airbox, wenn die da vorne rausschreit und dann hinten Eisenmann Race drunter, ja, dann bist du innerhalb wahrscheinlich in München von 10 Minuten von der Straße weg. Und wenn du Glück hast, erschießen sie eine kleine Ordnung, stelle die ordnungsliebenden Ordnungshüter. Wir haben letzte Woche so einen Berg an Ersatzteilen geliefert bekommen. Alle Plastikclips, alle Dichtungen von Türen, alle Befestigungen, alle Schrauben. Wenn man sich jetzt einmal dieses Chaos anschaut, alles neu. Und jetzt werden wir das uns Anfang nächster Woche mal zurechtlegen und werden das Ganze mal dann langsam Schritt für Schritt zusammenbauen. Ich denke, wir werden vor mit der Frontumfanger, Scheinwerfer sollten nächste Woche auch kommen.
damit das Ganze, damit man dann da mal ein bisschen an Fortschritt sieht. Einige Teile sind ja gerade noch beim Sandstrahlen, die werden dann danach schwarz-matt Pulver beschichtet, wie zum Beispiel der Stoßstangenträger hinten oder Teile von den Achsen, weil die einfach über die Jahre Alukorrosion erfahren haben. Und das wollen wir einfach alles einmal schön auf dem Stand haben und von daher lassen wir die gerade noch strahlen und pulvern danach. Ja. Wie schon gesagt, nächste Woche fangen wir an, die Bremse zu adaptieren. Dann fangen wir an, je nachdem, wenn wir es noch hingegangen, das Armaturenbrett rauszureißen und das zum Sattler zu geben und so langsam das Auto zu komplettieren. Der Kunde trinkt schon ein wenig, aber ich habe ihm gesagt, ein bisschen muss er noch die Fürste halten, das wird noch ein bisschen dauern. Was wir noch neu reinbekommen haben, werden wir euch demnächst auch vorstellen, von Racing Dynamics, ein 4,6 Liter Stroker M3 E92. Der hat leider einige Probleme gehabt, hat sich eine andere Werkstatt schon ein halbes Jahr daran versucht. Wir sind mittlerweile auf einem guten Weg, werden wir euch vorstellen. Und dann wollten wir neu reinbekommen, ein 1er M-Coupé, was wir auf DKG umbauen werden. Und wir gehen jetzt nochmal schnell auf Baustelle hinter, damit zu sehen, dass da was vorraten geht. DKG ist Besonderheit, oder? Beim 1M? Ja, gab es so nicht. Der Kunde ist gehbehindert und hat sich da ein bisschen mehr Sportlichkeit gewünscht und von daher hat er sich ein DKG organisiert, hat das bei uns angeliefert und das werden wir jetzt verbauen. Super. So, da seht ihr, da geht auch schon ein bisschen was weiter. Da werden jetzt noch Vorbereitungen fürs Fundament getroffen. Wir haben schon die Hebebühnen eingezeichnet. Nächste Woche kommen die Grundfundamente außenrum. Wenn die geliefert worden sind, wird die Bodenplatten gossen. Und dann hoffen wir, dass wir Ende August umziehen können. Ich freue mich. Nachdem wir ja zuletzt das Projekt Manuel vorgestellt haben. Und das Projekt Manuel hat ein guter Bekannter von mir aufbereitet, das Fahrzeug. Und es ist wirklich phänomenal geworden. Haben uns neulich mal zusammengesetzt und haben ein bisschen über Zusammenarbeit, über Kooperation gesprochen. Und von daher werden wir das jetzt in unsere Webseite mit einbauen und können dann demnächst auch höchst professionelle Fahrzeugaufbereitung in verschiedensten Preiskategorien anbieten. Und so haben wir wieder einen Zweig mehr, der für unsere Kunden von Vorteil ist.